manchen Sonntagmorgen, wenn andere sich noch im Bett umdrehen oder in der Kirche sitzen, ist im großen Saal der HO-Zentralgaststätte Prösen Stimmung angesagt. So am Sonntag, den 22. Februar, morgens Punkt 9. An diesem Tag feiert Prösen seinen Ehrentitel, Schönes Dorf. Zum 13. Mal hintereinander erworben, die Prösener sagen, erkämpft. 3 Tage davor in der Hauptstadt. Die Delegation aus Prösen auf dem Weg zur Verleihungsfeier des Nationalrats der Nationalen Front. Was das ist? Das Bündnis aller Parteien und Massenorganisationen unter der Führung der SED. So werden wir hier aufgeklärt. So, Sie sind der Bürgermeister? Da bin ich, ja. Das bin ich. Genau. Und Ihre Begleitung, wenn Sie uns das bitte vorstellen, wer ist das? Ja, das ist die Frau Noack, ein Mitglied des Ortsausschusses der Nationalen Front. Ja. Und das ist der Vorsitzende des Ortsausschusses der Nationalen Front, Werner Kleber, Herr Werner Kleber. Und Sie erwarten heute eine Auszeichnung? Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, heute hier im Palast der Republik zu sein. Erstens diese Nationalratstagung mitzuerleben und natürlich zum Zweiten die hohe Ehrung für die Gemeinde Prösen entgegenzunehmen. Die Gemeinde Prösen! Und dann der erhebende Augenblick. Prösen auf dem Weg nach vorn. Ein Jahrkampf um den Titel Schönes Dorf wird jetzt belohnt. Gratulation durch den Vorsitzenden des Nationalrats, Professor Dr. Kolditz. Bürgermeister Engelmann denkt in diesen Sekunden schon an die schönen Worte, mit denen er von dieser Weihestunde zu Hause berichten kann. Das Bewegendste für uns war wohl die Stunde der Tagung des Nationalrates, in dem wir vor den führenden Persönlichkeiten der gesellschaftlichen Öffentlichkeit unseres Landes aus den Händen des Präsidenten des Nationalrates der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik die Ehrenurkunde des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR und des Präsidenten des Nationalrates für die hervorragenden Leistungen der Einwohner unserer Gemeinde Prösen in der Bürgerinitiative im Jahr des 11. Parteitages der SED entgegennehmen durften. Diese Stunde, meine lieben Freunde, die uns von Glück und Stolz erfüllte, sie gehörte nicht in erster Linie uns dreien, die wir sie persönlich erleben durften. Sie gehörte den fleißigen Menschen in unserem Dorf. Die Rede beeindruckt auch uns. Wir versprechen den Prösenern im Sommer, wenn alles schön grün ist, wiederzukommen, den Ort anzusehen. Denn dann ist besser zu erkennen, wofür Prösen ausgezeichnet wurde. Im Wettbewerb der Nationalen Front, schöner unsere Städten und Gemeinden, mach mit. Der Zug ist es nicht, der fährt außer Konkurrenz. Für die Prösener sind ganz andere Dinge wichtig bei ihrer Bürgerinitiative, wie der Wettbewerb offiziell auch heißt. Übrigens die einzige Bürgerinitiative, die sich staatlichen Wohlwollens erfreut, selbstverständlich zugelassen ist. Demonstrationen, Flugblätter, Aufmärsche, Umtriebe sind nicht zu befürchten. Von den Prösenern schon gar nicht, wird uns versichert. Und das ist das schöne Dorf. Jeder der 2580 Bewohner macht mit, sagt der Bürgermeister, interessiert sich für den Fortschritt, verschönert Haus und Hof und Dorf. Alles unter dem selbstgewählten Motto, nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser gemacht werden kann. Die einzige automatische Waschstraße im Bezirk Cottbus, Service mit Unterbodenschutz, eine Attraktion. Zäune in verschiedenen Formen und Farben. Eine Besonderheit haben vor allem die Herren des Preiskomitees des Nationalrats sicherlich gern bewertet. Bürgermeister Engelmann empfiehlt uns einen Besuch im schönsten Haus von Prösen, in dem Frau Schönherr residiert. Dekorative Malerin steht auf ihrem Ladenschild. Es gibt nichts, was Frau Schönherr nicht bemalen kann, ohne Vorlage, frei aus der Hand. Ja,
Sind Sie sozusagen die Künstlerin von Prösen, kann man das sagen? Naja, kann man schon. Kann man schon. Mhm. Was machen Sie genau? Ich bemale hier Ziergegenstände, ja? Mhm. Wie Sie hier sehen, Vasen, Dosen, Teller, Krüge, man kann sagen Ziergegenstände, mit einer reinen Handmalerei. Haben Sie das selber sich ausgedacht, erfunden, ja, oder ist das nach einer Vorlage? Direkt, nein, nicht nach einer Vorlage. Die Muster stammen direkt von uns. Das machen Sie von mit uns Ihrem? Selbst entwickelt. Hm? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen? Ja, auf die Idee bin ich gekommen. Ich male eigentlich schon seit meiner Kindheit her. Und das Hobby ist bei mir zum Beruf geworden und darüber bin ich eigentlich sehr glücklich. Ihr sanfter Blick, Ihr Zuckermund hat mir das Herz im Leib verwund. Und auch dafür gebührte der Preis. Der Männergesangverein Harmonia übt einmal die Woche, ersang sich schon den Ehrentitel Vorbildliches Volkskunstkollektiv der DDR unter Führung von Hans Bayer. Nun wird es höchste Zeit, die Bewohner Prösens selbst zu Wort kommen zu lassen. Wir wollen wissen, warum wohl Prösen ausgezeichnet worden ist. Erstens die Sauberkeit im Dorf, die schönen Straßen, unseren Parkplatz im Dorf. Seit 8 Jahren haben wir einen Fortschritt erreicht, der sich ganz sehen lassen. Das menschliche Bedürfnis, zuallererstes eine Wohnung zu haben, dann würde ich sagen, das ist ein Grundproblem, was in Prösen gelöst wurde. Oder wir sind dabei, und das speziell wir als Feierabendbrigade sind dabei, dieses Problem zu lösen. Und hier war nichts. Wir hatten einen Zahnarzt. Und inzwischen haben wir 2 Arztpraxen und 2 Zahnarztpraxen. Und das ist auch in Bürgerinitiative entstanden. Und ich würde sagen, meine Praxis, die ich habe, die ist mein kleiner Stolz. Aber die ist nicht der Stolz von mir, sondern eigentlich vom ganzen Ort. Wir gehen einem großen Jubiläum entgegen. Das ist die 850-Jahr-Feier der Gemeinde Prösen im Jahre 1990. Und wir Prösen haben uns das Ziel gestellt, eben viele Dinge, die nach diesem Zeitpunkt erst eigentlich planmäßig eingeordnet werden, vorzuziehen. Und deshalb engagieren sich die Bürger gemeinsam mit, um diesem Ziel näher zu kommen. Und wer sollte da abseits stehen und nicht mithelfen, wenn es gilt, mit Hand anzufassen? Also wir Bauern schließen uns auf keinen Fall aus, ob Frau oder Mann. Selbst die Jugendlichen packen mit an. So baut die Jugend einen neuen Kinderhort, lernt wichtige Grundfertigkeiten für mögliche künftige Berufe. Das ist das Positive daran. Bürgermeister Engelmann hat verstanden, worauf es ankommt. Wenn Prösen darauf wartet, bis es laut sozialistischer Planwirtschaft dran ist, werden noch Jahre vergehen. Wenn die Gemeinde jetzt schon Straßen will, müssen die Bewohner selber bauen. Nach Feierabend und in Schichten. Das Verblüffende daran, dass niemand in Prösen den Staat wegen seiner Unfähigkeit schilt, normale Infrastruktur 42 Jahre nach Kriegsende zu schaffen. Selbst das Aufstellen eines Schildes Kreisverkehr bleibt dem Verkehrssicherheitsaktiv überlassen. Und das Elternaktiv der Polytechnischen Oberschule schenkt in freiwilligen Aufbaustunden seiner Schule ein Gewächshaus. Der Staat kann zufrieden sein, dass er sich solche braven und fleißigen Bürger herangezogen hat. Er kann sich darauf beschränken, sich den großen Fragen der Zeit zu widmen. Unten, bei den kleinen Dingen, besteht sein Part im sozialistischen Wettbewerb darin, schöne Worte zu schenken und Preise zu stiften. Das Ehrenbanner wird als Wanderfahne vergeben. Und nach 3-maliger Verleihung dieser Wanderfahne erhält dann dieses Ehrenbanner den Platz in dem jeweiligen Territorium, was es erkämpft hat. Und wir sind sehr stolz darauf. Wir haben dieses Ehrenbanner zu Ehren des Nationalfeiertags unseres Landes im Jahre 1986 errungen. Persönlich jedem von euch alles Gute dazu, viel Kraft für die weitere Arbeit. Wir sind an eurer Seite. Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir kehren nochmal zur großen Feier im Februar zurück. Abordnungen der Betriebe und Nachbargemeinden kommen, um zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, also alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, alles Gute. Gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich hoffe, dass wir weiter so gut zusammenarbeiten. Danke sehr. Also vielen herzlichen Dank.
Nehmen wir es an. Schönen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, es bleibt nicht bei dieser einen Feier. Prösen veranstaltet noch weitere Feste unter dem Motto Dein Dorf sagt dir Dankeschön. Und wir vom ARD-Studio DDR, an diesem Sonntag ebenfalls von den Getränken reichlich mitgenommen und gezeichnet, sind selbstverständlich immer eingeladen.